Hilfe, ich bin gerusht. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin gar nicht so gerusht, aber ich hatte vor ein paar Wochen ja auch ein Video gemacht mit der Leila. Und wo die gerade so auf 11 gegangen ist. Und da hat sich tatsächlich ein Zuschauer, der findet sich bestimmt auch nochmal wieder bei mir in den Videos, doch tatsächlich darüber mokiert, dass ich ja noch gar nicht die Mauern gemacht hätte. Ja, ich wäre ja so gerusht. Als 11er habe ich immer noch 10er Mauern. Aber ich meine, derjenige hat auch nicht gesehen, dass ich jetzt gerade mal so einen Tag ein 11er war. Da hast du natürlich nicht alle Mauern sofort, ne? Und erst recht nicht auf Rathaus Level 11 Niveau, aber da kann man, dem kann man ja in jedem Fall Abhilfe schaffen. Wo sind denn jetzt noch die 100.000 hier? Sind die wohl in der Clanburg oder eher im Rathaus? Mal gucken. Da kommt nichts mehr raus, okay. Und dann sind die wohl doch im Rathaus, oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee. Aber okay. Ich bin hier ein bisschen gerusht mit dem Becken-Sheriff, ja, denn mein Rathaus hat jetzt noch 15 Stunden und wir müssen noch 20 Mauer machen. 20 Mauer machen, aber dafür haben wir ja die kleinen Grünen hier, würde ich sagen. Denn, ja, ich habe diesmal die Hidden-Variante gewählt, also, weil hier kommt auch immer genug Dunkles rein. Und, oh, so eine ist schon sehr schick. Mal sehen, was wir hier außen schon so rausholen. Ich nehme natürlich immer viel zu viel von den Kobolden mit hier, gar keine Frage. Also pro Lager, sage ich jetzt mal so. Aber das ist ja so schnell gemacht hier mit den kleinen grünen Fieslingen. Und ihr seht das schon, aber der hat auch fast eine Mille, ne? Den müssen wir eigentlich viel, viel mehr abluchsen, ne? Den müssen wir eigentlich viel, viel mehr abluchsen. Ich überlege jetzt mal, ob wir da überhaupt reinkommen. Ja, ich glaube, da kommen wir rein. Mal sehen. Ich habe hier einen Ballon. Den können wir hier irgendwo setzen. Ich habe hier einen King. Und ich habe hier eine Queen. Ich würde aber gerne, dass die beiden reinlaufen. Ah, die Queen geht. Die Queen geht immerhin rein. Mal sehen. Da hat er mir die Mauer aufgemacht worden hier mit drin. Und gestern hat das immer ganz extrem geleckt hier im Stream vor allen Dingen. Weil ich die Kleinen hier gesetzt habe. Ohne Ende. Und die sollen sich jetzt mal ihren Weg bahnen. Ich habe tatsächlich mal so ein paar Zauber mit. Ja, und damit haben wir ihn fast auf Null. Noch nicht ganz, aber naja, so ganz auf Null kriegen wir ihn nicht. Okay, oh, wir kriegen doch das Rathaus noch. Alles klar, ja, so geht's. Ja, die kleinen grünen Teufel hier. Ne? 53%, guckt euch das an, Leute. Aber kann man ganz gut machen. Ich habe mich im Zauberbereich hier so ein bisschen so festgelegt. Ja, so kann man es in der Tat machen. Habe ich mich so ein bisschen festgelegt. Denn, dass wir ein paar Sprungzauber dabei haben. Jetzt habe ich natürlich mehr Sprungzauber, als mir lieb ist. Und habe ein bisschen zu wenig. Da müssen wir gleich mit den Sprungzaubern ein bisschen arbeiten. Aber so kann man es auf jeden Fall machen. Ihr seht, meine Helden sind auch noch dabei. Also wenn ihr wirklich mal Powerfarmen wollt, dann macht das in jedem Fall mit den grünen Kobolden. Und wie gesagt, ich habe hier jetzt die dunkle Variante gewählt. Also die Hidden-Variante. Die Sneakies, weil die einfach mal noch ein bisschen kleines bisschen effektiver sind. Das geht aber, wer sie natürlich noch nicht hat in den kleineren Rathausstufen, die Supertruppen, gibt es ja erst ab Rathaus 10, ne? 10? 10, 11? 10? Ich guck jetzt schnell nach. Ich glaube, es ist 11, ne? Ich gucke jetzt schnell mal nach beim Zweisocken. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, der hat sie noch nicht. Okay, der hat noch keine Supertruppen, also gibt es sie auch erst ab 11. Perfekt. Und bis dahin könnt ihr natürlich die anderen Kobolde auch sehr, sehr gut nehmen. Aber ich habe gestern Abend schon hier exakt, glaube ich, wir haben eine Stunde geboostet im Livestream. Und da rausgekommen sind 10 Mauern auf dem Kopf. Also ich hatte 30 noch zu machen. Es sind genau 10 gewesen, die ich geschafft habe in der einen Stunde. Da bleibt natürlich immer ein bisschen Wartezeit, hat man natürlich immer. Die Bauzeit, durch die Suche und natürlich so ein bisschen durchs Gequatsche, weil ich dann ja auch nicht immer so hart aufs Tablet gucke, aber wir haben es eigentlich schon ganz, ganz gut gemacht, haben uns hier die Pötte immer schön vollgefarmt und haben dann am Ende abgerechnet, also was so nach einer Stunde rauskam. Und ich habe ja jetzt schon wieder 7,5 Millionen. Hier ist noch ein bisschen was drin, das weiß ich, aber das Dunkle lasse ich da mal drin. Denn das brauche ich in jedem Fall, wenn das Rathaus hier in 15 Stunden fertig ist, also fast pünktlich zur Liga. Einen Tag habe ich noch Zeit.
Es gibt aber keine neuen Mauern, soweit ich das noch in Erinnerung habe, sondern nur neue Defenses. Das heißt, meine Base könnte noch so bleiben, meine Kriegsbasis, und ich müsste nur so ein bisschen die neuen Sachen damit einbauen. Die habe ich dann natürlich auch noch nicht gelevelt, aber die Mauern wollte ich in jedem Fall noch schaffen. Könnte natürlich auch mal hier so ein bisschen was zum Spenden bauen. Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Was wollte er denn haben? Und ein Päcker. Okay, und ein Päcker und einen Zauber. Machen wir mal eben. Päcker und einen Zauber. So und so. Und dann würde ich sagen, ja, booste ich jetzt nochmal? Lohnt sich das? 15 Stunden schafft man eigentlich auch ohne Boosten, oder? So ein bisschen Bauzeit haben die ja. Am normalen Silberpass brauchen die nur 21 Sekunden Trainingszeit. Okay, die anderen Grünen brauchen natürlich viel, viel weniger, kann man auch noch mit einberechnen. Die brauchen nur 7. Ja. Aber dann hast du auch 300 Stück auf dem Feld oder 280 hier, ist auch wieder schwierig. Also es ist schwierig zu handeln. Dann mache ich einen kurzen Cut. Ich überlege mir mal eben, ob ich nochmal booste oder ob ich es sein lasse. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja, okay. Ich habe jetzt doch noch einen Trank genommen. Auch wenn ich jetzt, ich glaube, hier aus den Kleinspielen bekomme ich einen Trank wieder raus. Und den anderen hole ich mir dann einfach mit Überfallmedaillen, würde ich sagen. Denn die Items gehen ja noch zum Nachholen 3x3. Nehmen wir mal einmal, dann haben wir noch zweimal, wenn wir jetzt dann morgen durchboosten. Und ich wollte gerade sagen, warum habe ich das da noch nicht? Weil wir da so einen ollen Drachen da haben. Jetzt habe ich einen Päcker gebastelt, ne? Naja, okay. Ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander geraten gerade, Leute. Aber ist nicht so schlimm. Habe ich jetzt halt einen Päcker. Aber trotzdem muss man ja nicht immer eine ganze Farmfamilie haben, um hier so ein bisschen Loot rauszuholen. Oh, der hat auch wieder so viel. Okay, aber ja, hinter dem Mauern, da müssen wir uns dann halt was einfallen lassen. Aber hier geht was hier mit so ein paar zack, 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 zack. Ja, zack, zack immer, ne? Zacki, zacki. Das geht schnell und dann haben wir den ein bisschen geschrumpft hier. Aber der hat auch noch die vollen Elex-Lager, ne? Mensch, des Kinders. Hat er auch noch die vollen Elex-Lager. Mal gucken, wie weit so ein Päcker kommt. Der geht aber wahrscheinlich erst auf den Bogenschützenturm, ne? Oder? Oder geht er wohl aufs Lager? Ne, der geht erst auf den Bogenschützenturm, okay. Und jetzt vielleicht auf das Elex-Lager hüpf? Ja. Sehr schön. Ja. Kriegen wir das auch noch? Vielleicht hüpft er nochmal rüber. Ja, macht er auch. Ja. Frau Päcker hört mich. Ja, naja, schade. Haben wir noch ein bisschen was weggeloot, bisschen was abgenommen. Und der Drachen braucht jetzt allerdings so lange. Ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Und hier hatte ich gesagt, hatten wir ein bisschen zu viel von den Zaubern. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so macht. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur Sprungzauber. Ne? Ah, nee. Ich dachte schon, ich hätte jetzt nur Sprungzauber. Okay, ich nehme auch seltene Maschinen, beziehungsweise ich fordere immer mal was an. Ja, so ein paar Riesen kann man mitnehmen. Wenn ich habe jetzt auch Mauerbrecher, die ich auch noch zwischendurch machen könnte, aber das ist schon mal so ein bisschen so Richtung Liga gedacht. Wo ich immer noch eure Mithilfe brauche, vor allen Dingen im Clan. Totus Bande, ich hatte ja gesagt, ich werde euch jeden Tag darauf aufmerksam machen, dass uns hier noch ein paar Leute fehlen. Und zwar 9er. 10er und kleine Elfer. 9er, 10er, kleine Elfer. Wenn ihr also sowas habt, dann kommt ihr rein in den Clan Deutschland, in den Clan Totus Bande. Also falls ihr noch irgendwo einen Account entstauben wollt, wie ich das ja die ganze Zeit mache, dann kommt hier ruhig rein und bewerbt euch ganz kurz und knapp. Möchte CWL mitspielen, würde vollkommen reichen an der Stelle. Und dann nehme ich euch auf, beziehungsweise irgendeiner der Vize da. Wenn ihr dann Clanstadt spielen möchtet bei euch im Clan während der Liga, das muss ich bei meinen Leuten auch noch ansagen, dann verlasst den Clan eben. Wir laden euch dann einfach wieder ein und macht da eure Angriffe und kommt dann einfach wieder rüber. Also so haben wir das letztes Mal, glaube ich, auch ganz, ganz gut hinbekommen.
die, die das zumindest machen wollten, wollten auch nicht alle machen. Ich habe es mit meinen Accounts ja auch ein bisschen verpennt. Aber dieses Mal, glaube ich, mache ich das dann noch. Oh, der war auch am Schieben. Ne? Ah, 900. Und ich habe nur 42 von denen. Okay. 900 und ich habe nur 42 von den Kleinen. Okay. Dann machen wir erstmal das weg, was hier in den kleinen Lagern ist, würde ich sagen. Oh, jetzt hat er auch noch Clanburg. Wie böse. Jetzt hat er auch noch Clanburg. Naja, macht nichts. Wir nehmen ihn trotzdem ein bisschen was weg hier. So, da haben wir das, da haben wir das. Und ich habe natürlich jetzt nicht mehr so viel. Gleich muss ich schon die Helden setzen hier. Aber das haben wir da wegbekommen. Das Lager ist noch da. Okay, oh, Riesenbombe. Ist denen aber egal. Alles klar, ja, da müssen die... Naja, da müssen die jetzt rüberspringen. Ne? Und da ist auch noch so ein volles Lager. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir nehmen ihn hier. Und nehmen hier einfach unsere Helden mal mit rein. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie weiterkommen. Ich will ja mal auch in so einer Boostzeit hier wirklich alles nutzen. So, der fährt aber schon mal gar nicht mal so schlecht. Und ich nehme die mal fix da rein, würde ich sagen. Dass die mir wenigstens noch ein Lager holen. Wenn nicht sogar zwei Lager holen. Ja, die waren ja in der Warden Ability. Sehr schön. Und, der Mauervernichter ist echt bis zum Rathaus gefahren. Und hat das sogar angeditscht. Okay. Ich habe schon länger nicht mehr so cool mit den farbenfrohen, so farbenfroh sind die eigentlich gar nicht, mit den leicht blassen Kobolden hier gefarmt. Richtig, richtig krank. Und ja, macht auf jeden Fall Laune. Ist natürlich für euch ziemlich langweilig, wenn ihr nur seht, dass ich mir hier nur so ein paar Lager abhole. Aber soll euch ja so ein bisschen anregen, mir das nachzumachen. Denn so geht es tatsächlich am effektivsten. Das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn ihr am Pushen seid, obwohl da könnte man jetzt auch schon wieder sagen, naja, gut, pushen kann ich mit denen auch. Jo, kann man. Sogar sehr, sehr gut, würde ich sagen. Habt ihr eben gesehen. Fast 3 Sterne. Naja, fast. Das waren wir noch weit von entfernt, aber da kann man sicherlich auch pushen. Im Moment mache ich natürlich nur miese hier, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich train mal nach und dann machen wir nur die hier. Also wir nehmen jetzt nochmal 2x69 bzw. 2x94 mit, sind eigentlich immer nur 93, meine ich. Das passt nicht ganz. Bei 280 Truppen, mit einer Dreiertruppe geht das nicht ganz auf. Und deswegen, ja, ich cutte euch nochmal kurz was und dann, ich lasse sie mal eben zu Ende bauen, mach dann nochmal einen Teil. Dass wir die Lager hier zumindest annehmlich voll bekommen und vielleicht doch noch ein paar Mauern hier in der Videofolge machen. Ist natürlich jetzt ein bisschen verschenkte Zeit. Ich werde ein bisschen farmen, ja. Aber so geht's nun mal. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, warum die so lange gebraucht haben. Die Truppen, die brauchen immer noch ganz schön lange, muss ich sagen. Ich habe aber noch ganz guten Boost. Aber ich habe jetzt die Armeelager von hier unten nach hier oben mal gepackt, denn dann haben wir den kürzeren Weg zur Tonne, ne? Ist natürlich viel, viel schöner, also sieht ja immer noch so ein bisschen so aus wie so eine Saunatonne. Aber dann haben die den kurzen Weg hier und dann geht alles viel, viel schneller. Stimmt natürlich nicht. Ist nur Utopie, dass man das so hätte, aber ich habe gedacht, die Armen haben immer so einen weiten Weg durch die ganze Basis. Da habe ich gedacht, machst du die Armeelager mal ganz, ganz nah da an das Fass und dann, da so einer ist sehr, sehr, sehr schick. Machst du mal ganz, ganz nah dran. Aber ich wollte die Stunde jetzt auch wirklich, wirklich cool nutzen. Ich kann jetzt natürlich euch nicht eine Stunde hinhalten und euch eine Stunde quälen hier mit Koboldfarmerei. Obwohl, gestern Abend haben die Zuschauer das eigentlich auch ganz gut ertragen. Und ging auch eigentlich verhältnismäßig gut. Machen wir nochmal nach. Können wir gleich wieder. Also, so geht's. Ich denke mal, so eine Stunde Boost am Tag kann man sich in jedem Fall geben. Und wenn man nicht sowieso so immer mal wieder drauf schaut auf seine Accounts, das mache ich jetzt nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist mir diese Methode hier viel, viel lieber. So, hier muss man eigentlich immer 2 setzen. Und das Dunkle brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr. Das ist schon ziemlich voll. Obwohl Dunkles kann man nie zu wenig haben.
Vor allen Dingen, wenn der hier erstmal wieder 13 ist, wenn ich jetzt schon wieder an die Heldenlevel denke, wird mir schon wieder schlecht, hätte ich fast gesagt. Nein, natürlich nicht. Natürlich wird mir dann nicht schlecht, aber die lutschen auch alles, die lutschen auch wirklich alles aus hier. Wirklich cool, ne? Die beiden nehme ich noch mit da. Die beiden nehme ich noch mit. Wir wollen ja nicht. Jetzt werde ich dann auch, ne, also dann werde ich auch ein bisschen knickerig. Ja, wenn da noch ein bisschen was über ist, wo ich rankomme, dann mache ich das natürlich viel, viel lieber. Ja, ich muss jetzt einfach mal weiter, sonst wird die Folge hier wirklich eine Stunde lang. Und ihr könnt mir dann eine Stunde lang beim Farm zugucken. Aber vielleicht sehen wir uns morgen in den Livestream am Freitag. Ich hoffe, das schaffe ich auch, denn ich habe ab morgen leider wieder Wochenenddienst beziehungsweise eine Woche noch einen Nebendienst neben der Arbeit. Und eigentlich streame ich dann nicht so gerne, aber die letzten Male war es ruhig. Ansonsten muss ich halt einen Stream abbrechen, wenn ich arbeiten muss, wenn da also ein Notfall ist oder sowas. Aber ich denke mal, dann komme ich trotzdem rein. 15 Stunden, ja, das passt eigentlich auch ganz gut. Dann sehen wir hier einen frischen 13er, den wir dann aufbauen und peppeln können. Und sehen dann natürlich auch die anderen Sachen. Und am Samstag hoffentlich Ligastart, wie gesagt, Totos Bande sucht noch Member, Rathaus 9 und Rathaus 10 und kleine, klitzekleine Rathaus 11er, also wenn ihr gerade so gelevelt habt, von 10 auf 11, also wirklich jetzt nicht so hart rushen, wie ich es jetzt hier getan habe, ja. Ich habe hier jetzt schon wirklich sehr, sehr hart gerusht und mal sehen, wie viel Mauern wir hier eigentlich jetzt in der kurzen Zeit reinbekommen haben. 2 Millionen hatte ich natürlich schon vorher. Wir sind ja so ungefähr bei 2 Millionen angefangen und haben jetzt, ja, 6 Stück geschafft. Ja, easy peasy, Leute, oder? 14 Mauern, 14 Stunden, eine Mauer pro Stunde. Locker. Ja, kann man jetzt auch so sehen. 14 Mauern, noch 15 Stunden. Also das sollten wir in jedem Fall ganz, ganz easy hier machen. Aber ich möchte natürlich auch die Lager zum Start von Rathaus 13 schön voll haben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und denkt dran, rushen lohnt sich nicht. Bis dahin, danke, euer Toto. Clasht.